Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen neuen Let's Play. Ich hoffe, es das da heißt Her Story. Was ich nicht wusste, dass es der Vorgänger ist von... Wie heißt denn das Spiel? Helling Life. Ich wusste es nicht. Ich habe mir das einfach random gespeichert, weil ich dachte, es sei interessant und habe dann erst gesehen. So, fangen wir einfach mal an, da ich nicht mal weiß, was ich sagen wollte, da ich gestört wurde. Kleinkast. Suchen nach Mord. Hier wie das. Ach, das Spiel ist übrigens auf Englisch. Ist es mit Englisch Untertiteln? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ernsthaft. Kann man gar nicht gucken. Ich hoffe, es ist mit Untertiteln. Dann versuche ich so gut wie es geht zu übersetzen. Elf Sekunden. You think it's murder? I mean, clearly it's murder. What can I do to help? Also sie denken, es war Mord. Natürlich war es das und sie fragt, wie sie helfen kann. Was soll ich da? Ah, okay. Okay. Wir müssen ja einen Mord aufdecken. Yeah, that's me. But February, I mean, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? Das war wie auf dem Bild anscheinend. Im Februar allerdings, weiß sie, was das mit dem Mord von einem Simon, Simon zu tun hat. Und I didn't murder Simon. You've got it wrong. You've got the wrong person. Sie hat Simon nicht umgebracht. I'd like to speak to a lawyer now. Please. You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other. Okay, sie würde gerne ihren Anwalt sprechen. Ohne ihren Anwalt sagt sie nichts mehr. Es gibt keine... Es wurde keine Waffe gefunden. Und es gibt nichts, was darauf hinweist, dass sie es sein könnte. Mal das da wieder entfernen. Die Glärfilter, ne. Ah, warte. Lichtfischen. Nein! Habt ihr das Spiel wieder von vorne angefangen? Hoppla. Ups. Das werde ich schneiden dann. Okay. Wir haben uns das jetzt angeguckt. I'd like to speak to a lawyer now. Es ist eigentlich Februar. Oder Simon? Yeah. That's me. February, I mean, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? Schon Juli. 3. Juli. Ja, 3. Juli 94. Da sollten wir das mal angeben. 7. 94. Nichts gefunden.
1.7. Mit R oder ohne R? Very. Ah, da ist ja noch was. Well, I don't know. I probably had to pop out and get something. That's why I was feeding. And that wouldn't have been noted on my timesheet. But I really can't remember back to February. Okay, wir waren wohl etwas schneller unterwegs. Kann aber nicht sagen, warum das so war. Ah! So ein Zufall, da ist ja noch viel mehr. Und wann ist das denn? 18.06. Ist das noch? Simon Smith, das müssen wir jetzt merken. They do windows, all kinds of glass. Sam does the more special work. Mirror making, feature windows, artistic things. Really beautiful things. Okay, war Glaser anscheinend. Er hat zumindest mit Glas gearbeitet. Alles mögliche. Motoren. Simon Smith. Kann man es merken. Simon is 6 foot. Darkish blonde hair, average build. He's clean shaven. If his beard grows, it goes ginger, so he shaves it. I mean, not that there's anything wrong with ginger hair. I bought a photo. They said a spring photo. This was taken last year on holiday in Rome. It's the best one I have. Okay, anscheinend kannte sie ihn besser. Und hat ihn gerade beschrieben, der ist 6 Foot, ich weiß nicht, wie groß das ist wahrscheinlich größer als ich, also das schätze ich mal 1,70, 1,80, das ist jetzt geschätzt, keine Ahnung, ob es stimmt. Braune Haare, normaler Körperbau, glatt rasiert, denn sobald dein Bart sich wachsen lässt, wird er rot. Oh, müssen wir es noch lernen. The Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Simon likes to drink with. Sollte mir Notiz machen. And the barmaid they're having sometimes, Helen. Peter said Simon had been in and had a few drinks. Machen wir mal Notizen. Ich habe gerade über den Laptop hinweg meinen Kugelschreiber geholt. Machen wir mal ein paar Notizen. Zum Beispiel, wie der Ort von gerade heißt. It's the Rockington Arms, the Rock. Rockington. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Simon likes to drink with. And the barmaid they're having sometimes, Helen. Peter said Simon had been in and had a few drinks. Das scheint eine Bar zu sein oder so. Habe ich aber jetzt richtig geschrieben? It's the Rockington Arms, ja. The Rock. It's run by a nice... Rockington Arms. Habe ich mir notiert. Simon Smith. Bevor wir es vergessen. Noch irgendwas, was ich mir notieren muss? Yes. There's an Amstrad one. Oh. No one uses it for very much. There's a printer, so you can write letters on it. Simon sometimes plays games. You know, climb the tower, save the princess. That kind of thing. Er spielt manchmal ziemlich verrückte Spiele. Spielt er? Yes. There's an Amstrad one. No one uses it for very much. There's a printer, so you can write letters on it. Simon sometimes plays games. You know, climb the tower, save the princess. That kind of thing. Ich denke, sowas wie eine Schnitzeljagd ist das? Oder das letzte Video? Simon... isn't the type to run off. Und dann spielt er solche Spiele, wenn er nicht der Typ dafür ist, was Verrücktes zu tun. There must have been some kind of accident. Muss ein Unfall gewesen sein, okay. Ich wüsste gerne, wie er gestorben wäre. Vielleicht spielt er auch nur Videospiele. So, Simon Smith.
erstmal an. Kommt nichts bei raus. Boom. Kommt nichts bei raus. Und Rockington Arms. Kommt nur das raus. Irgendwas muss da noch drin gewesen sein. Letztes Jahr? Ah, da ist noch mehr. Oh, das geht eine Minute, dann müssen wir unseren... Hoppla, da sind die Notizen hinten drauf. Müssen wir unseren Notizblock bereit haben. I once asked Eleanor how often I should dust, and she said, Eleanor, if people ask, tell them you do it once a week, but every few weeks it's okay. I think she was just trying to make me feel better. I mean, when I was there, she was hoovering every day, you know, ran an ordered house. You know how that generation is, putting on a brave front. She has secret stashes of cigarettes. Doug doesn't even know she smokes. Duck. When I was there, I saw her. She has these sort of porcelain vases, ornamental, next to the Reader's Digest books. Cigarettes inside. And she still has them. I mean, last time I was there, I looked in a vase. There was a fresh pack. I mean, all those years of marriage. And she still has a secret like that. Ihr redet über ein anderes Pärchen? Warte, wir müssen nochmal. I once asked Eleanor how often I should dust, and she said, if people ask, tell them you do it once a week, but every few weeks it's okay. I think she was just trying to make me feel better. I mean, when I was there, she was hoovering every day, you know, ran an ordered house. You know how that generation is, putting on a brave front. She has secret stashes of cigarettes. Doug doesn't even know she smokes. When I was there, I saw her. Nicht offensichtlich, spricht man das nicht, wenn jemand raucht? Achso, das ist uninteressant. Also, ihr redet über ein anderes Pärchen, wo, die andere Dame im Haushalt fast jeden Tag Staub wischt. Ja, aber sagt, es sei nicht schlimm, wenn sie das einmal in der Woche macht. Und ein Geheimnis vor ihrem Mann hat, dass sie raucht. Ich meine, riecht man das nicht? So, was ist damit? Okay, das gehört zu dem Spiel. Princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. Listen. Über wen redet sie denn da bitte? Diana? Was ist Diana denn damit zu tun? Schreib's mal auf. Auch wenn es nämlich keinen Sinn macht. Da gibt's was. Ja. We were 17. 17. It was a nice wedding, people said. Simon looked very handsome in the photos. Ah, Simon war ihr Freund, Mann oder was auch immer gewesen. He's an only child, so it was important to them. It was what they called a shotgun wedding. But if you looked at the photos, you couldn't tell. The dress was beautiful. It looked like Princess Diana's. The train wasn't quite as long, though. The
there's a great photo of the bridesmaid helping to carry it out of the car. Sie redet jetzt. Warum ändert sich die Musik? Sie redet ja sehr begeistert von ihrer eigenen Hochzeit. Diana. Doc. Ah. Da sind sogar ganz viele. Hat sie ihn vielleicht betrogen? I've been round to Doug and Eleanor's and they're very worried. I feel sorry for them. Sie machten sich wegen irgendwas Sorgen, Eleanor und Doug. Aber warum? Was ist passiert? Drück mich auf. I got a job to contribute, you know. Doug knew someone and I got a job as a dinner lady at the primary school. They said it didn't matter if I could cook or not, just don't poison the kids. So you see, it's always been complicated between me and Sam. Wir hatten Probleme. It's never just been the two of us, there's always been pressure. Es kam anscheinend immer Druck von allen Seiten oder so. Wegen ihrer Beziehung, weil sie anscheinend sehr schnell geheiratet haben, so habe ich das verstanden. Vielleicht ist da dann irgendwas schiefgegangen. 6 sind aber nur 5. Warte. Oh, das ist sehr lang, okay. Da kamen wir dann auch erledigt. Okay. I parked up in the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't turn when you try to turn it to the left. I walked in, Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes in the shoe rack. I shouted out. I walked straight into the kitchen because he usually sits in there to have a cup of tea and read his paper. But he wasn't there. I touched the kettle, it was cold. I looked quickly in the living room, nothing. So I walked upstairs to the bedroom and he wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. I had a shower. The phone rang whilst I was in the shower. I didn't answer it. I think it was Eric. Eric, that's Eric. I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, though I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. This time I spoke to him. Then I called Doug and Eleanor. And then I decided to come and see you. Dana? Also Simon war verschwunden. Er war nicht zu Hause, als sie zu Hause ankam. Wegen irgendwas war sie sehr erledigt. Das ist noch sehr fragwürdig. Und aber noch nicht da, als sie im Bett lag. Eric müssen wir gleich noch gucken und Eleanor. 1984. Was an awful year in the end. We were living at Doug and Eleanor's. I lost the baby at the end of spring and my parents died in the summer. It was a hot summer, a heat wave. So when they discovered the bodies, it was just awful. Welche Körper? Because of the circumstances, them dying together like that, they brought in a lot of police. The forensic entomologist, I had to look that up. It was because of the heat. Im selben Jahr, in dem sie anscheinend ein Kind verloren hat, verlor sie auch ihre Eltern, angeblich wegen der Hitzewelle.
Ich habe mir mal das Jahr notiert. Mal gucken. Was sollen 6 Videos sein? Warum? Wie können wir denn die 6. sehen? Das ist sehr fragwürdig. Das